Jo Leute, was geht? Willkommen zu diesem neuen Video. Seit der letzten Welle wissen wir, dass mindestens 5 weitere Charaktere in Mario Kart 8 kommen werden. Und genau wie ihr auf das Video hier geklickt habt, wollte ich wissen, ob es da schon Leaks gibt oder irgendwelche Hinweise zu den Fahrern, die kommen werden. Und ja, die gibt es. Ich würde sagen, let's go Leute. Ein paar Infos, wie man stark davon ausgehen kann, dass das stimmt. Erstens, Birdo wurde bereits mit dem japanischen Codenamen Catherine im Code gefunden. Und wir wissen ja, Birdo ist mit Welle 4 dazugekommen. Wir wissen, Birdos Charaktermodell ist 1:1 das aus Mario Kart Tour. Wir wissen, die allermeisten Strecken kommen aus Mario Kart Tour. Und man kann eigentlich davon ausgehen, dass die Charaktere ebenfalls aus Mario Kart Tour kommen. Guckt man sich das Raster der Fahrer aus Mario Kart Tour an, ich blende das mal schön hier ein, und streicht alle Fahrer weg, die lediglich einen zusätzlichen Skin haben und die Fahrer, die wir schon Mario Kart 8 Deluxe haben, dann bleiben genau die Fahrer übrig, die ich euch nämlich jetzt nennen werde. Erstens, ich fange immer mit dem Codenamen an, der im Code gefunden wurde, ist meistens der japanische Codename. Und beim ersten ist es Bomb King. Das wird sehr wahrscheinlich König Bob Omb sein. Den gibt es auch schon in Mario Kart Tour. Finde ich sehr, sehr cool. Ein schwerer Fahrer im Raster zu haben, noch zusätzlich sehr, sehr cool. Zweitens Boos Pakun. Pakun steht für Piranha-Pflanze. Und es hat ja auch schon alles darauf hingedeutet, stark darauf hingedeutet, dass Piranha-Pflanze zurückkommt. Die gab es ja schon auch im GameCube-Teil bei Double Dash. Und ebenfalls auch in Mario Kart Tour. Drittens, Bros Hammer wird wohl sehr wahrscheinlich ein Hammerbruder sein. Finde ich eher langweilig, muss ich sagen. Ein Hammerbruder, gut, ist er dabei, aber ich glaube, da freuen sich die wenigsten. Viertens, Bull. Das ist entweder Bull oder Chucky. Ist der einzige, wo man nicht ganz sicher sagen kann, welcher gemeint ist. Chucky ist schon eine Mario Kart Tour. Bully, soweit ich weiß, nicht. Ich finde auch beide eher so semi, muss ich sagen. Als fünftens habe ich mal die drei Kongs aufgezählt. Diddy Kong, Dixie Kong und FK, was sehr wahrscheinlich Funky Kong sein wird. Ich glaube, da werden einige und auch ich habe übel Bock auf Dixie, sich mega super freuen. Finde ich mega nice. Diddy Kong, den gab es ja auch bei Double Dash schon, den gibt es auch in Tour. Funky Kong gab es auf der Wii und in Tour. Und Dixie Kong gibt es jetzt in Tour. Was mir da ein bisschen fehlt, ich hatte vor ein paar Wochen mal predicted, dass dieser alte Cranky Kong mit dazukommt. Es spricht ja auch nichts dagegen, dass die ganz neue Charaktere reinbringen. Cranky Kong fände ich geil, steht zwar nicht im Code, aber würde ich mich übel drüber freuen. Als sechstes haben wir Dot Mario. Hier weiß man nicht ganz genau, welcher Mario gemeint ist. Es gibt übel viele verschiedene Skins im Mario Kart Tour. Das wird wohl irgendein Skin von Mario sein. Ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, welcher Mario hier gemeint ist, beziehungsweise welchen ihr euch wünschen würdet. Es gibt Theorien, dass es vielleicht ein Pixel Mario ist. Das wäre ganz witzig. Kid Donkey Kong oder Donkey Kong Junior aus dem Super Nintendo ist ja auch so ein Pixelfahrer. Als siebtens haben wir Kamek. Das ist sehr, sehr obvious, würde ich sagen. Gab es ja schon zu N64 Zeiten im Code. Wurde da gefunden, kam aber nicht ins Game rein, wurde wieder gelöscht. Den wünschen sich alle, ich auch, finde ich mega cool. Kamek gibt es in Mario Kart Tour. Auch sehr, sehr wahrscheinlich, oder ist eigentlich, ich muss gerade ehrlich sagen, mal zwischendurch, die Leaks hier, man kann das eigentlich schon als Bestätigung nehmen. Also, es kann höchstens sein, dass hier und da einer weggestrichen wird, aber im Code gibt es die halt schon alle. Ich bin mir da eigentlich ziemlich sicher, dass wir alle Fahrer, die ich hier aufzähle, auch sehen werden. Achtens, Noco Noco Race. Noco Noco heißt Cooper. In Double Dash gab es diesen roten Cooper, Para Cooper. Fände ich auch sehr langweilig. Warten wir mal ab, was das genau wird. Wird irgendein Cooper sein. Neuntens haben wir Pauline. Bei Pauline weiß ich, dass sehr viele Pauline lieben. Ich bin da nicht so der krasse Fan. Aber cool, gibt's auch wie alle anderen schon in Mario Kart Tour. Gab es in verschiedenen anderen Mario-Spielen in letzter Zeit. Ich glaube bei Tennis oder bei Golf gab es sie.
Und beim Odyssey gab sie ja natürlich Pauline, also auch im Code. Und als zehntes und letztes haben wir Totten. Und Totten ist auf Deutsch Mopsi. Mopsi finde ich ganz cool, dass der endlich mal dabei ist. Gibt's auch schon in Mario Kart Tour. Habe ich mir auch schon bevor der DLC überhaupt rauskam, gefragt, wieso der nicht bei Mario Kart mit dabei ist. Weil der passt natürlich auch perfekt als Fahrer. Finde ich auch super. Wird wahrscheinlich ein kleiner Fahrer sein. Finde ich klasse, finde ich cool. Ein kleiner Zusatz, den ich vergessen habe. Shoropu, was wohl Monty Mole, das ist dieser kleine Maulwurf sein soll, ist auch mit dem Game dabei. Finde ich auch cool. Den Mole ist so ein Mario-Favorite. Finde ich ganz cool, dass er mit dabei ist. Und das sind alle. Das sind tatsächlich einfach alle Charaktere, die es bereits in Mario Kart Tour gibt. Aber eben nicht in Mario Kart 8 Deluxe. Der ein oder andere aufmerksame Zuschauer fragt sich jetzt bestimmt, so wie ich auch, warte mal. Wir haben 5 Fragezeichen gerade in Mario Kart. Und wie sollen da jetzt 12 Fahrer, die der Lou uns hier zeigt, reinpassen? Mein Guess ist, wir bekommen mit Welle 5 5 weitere Fahrer und weitere Fragezeichen und mit Welle 6 dann den Rest. Und by the way, gibt es übrigens Vermutungen, dass nach dem DLC nicht Schluss ist. Da soll wohl ein weiteres DLC geplant sein mit noch mehr Strecken, weil sich der DLC so extrem gut verkauft hat. Ich finde, das macht auch mega Sinn, weil das Game sich halt mega oft verkauft hat. Und ich muss ehrlich sagen, ich brauche auch kein Mario Kart 9. Ich wüsste nicht, was Mario Kart besser oder anders machen sollte, was es rechtfertigt, nochmal ein neues Mario Kart rauszubringen. Wir haben da letztens auch im Stream drüber gesprochen. Ich wüsste nichts, was es begründen würde, ein neues Mario Kart rauszubringen. Für mich ist Mario Kart 8 das perfekte Mario Kart Game. Und die perfekte Grundlage, um vielleicht mal einen neuen Modi reinzubringen. Viele wünschen sich, oder ich wünsche mir einen Double Dash Modus mit 2 Fahrern auf einmal. Wenn wir jetzt so viele Fahrer dann haben nach dem DLC, macht das auch Sinn, weil es dann genug Fahrer gibt für Fahrerkombinationen. Fände ich eigentlich den nächsten sinnvollen Schritt einfach da, wie auch Super Smash Brothers da nicht ein neues Kart rauszubringen, sondern das einfach als die Deluxe-Variante quasi mit allen Strecken. Wenn dann wirklich nochmal ein DLC rauskommt mit allen Strecken, dass dann wirklich alle Strecken, die es jemals gab, und dann können die das ja aufstocken. Alle paar Jahre einfach ein paar neue Strecken rein als DLC verkaufen. Jeder kauft das. Mario Kart ist so ein geiles Game und der perfekte Funracer, finde ich. Aber das war es soweit von mir. Schreibt mal gerne in die Kommentare, welche Charaktere ihr euch noch wünschen würdet. Vor allen Dingen, welche wünscht ihr euch jetzt in Welle 5? Und lasst ein Like auf dem Video da, folgt dem Kanal und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.